Die Stummschaltung ist aufgehoben. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Wir begrüßen Sie herzlich im Namen von Devisensignale und natürlich in unserem Namen. Mein Name ist Agata Janik und zusammen mit Herrn Fiering werden wir für Sie die heutige Sendung durchführen. Bevor wir vielleicht starten, kann uns jemand ein kurzes Feedback geben, ob die Tonqualität stimmt. Super. Und das wäre einfach gut, wenn jemand einfach über die Chat-Funktion, Sie haben auf der rechten Seite die Möglichkeit, über die Chat-Funktion Fragen zu stellen. Natürlich wollen wir die Sendung interaktiv gestalten, aber zuerst, bevor wir überhaupt loslegen, wäre schön, wenn uns jemand kurzes Feedback gibt, eine kurze Nachricht schreibt, ob wir gut zu hören sind, ob Sie uns verstehen können, ob die Tonqualität stimmt. Das ist für uns immer beruhigend und es ist gut zu wissen, dass es einfach passt. Okay, super, vielen Dank, dann bedanke ich mich herzlich und ich würde jetzt sagen, jetzt können Sie uns sehen, die meisten von Ihnen kennen uns schon, wenn nicht persönlich, dann von unserem Schreiben, unserem Dienst. Nichtsdestotrotz stelle ich mich nochmal vor, mein Name ist Agata Janik und Herr Fiering sitzt neben mir und wir würden jetzt einfach loslegen. Heute haben wir ein spannendes Thema. Wir möchten zusätzlich nicht nur das Thema Money Management besprechen, was ein wesentliches Thema ist, ganz, ganz wichtig im Trading. Jeder Händler sollte sich mit dem Thema vertraut machen und für sich passende Strategie herausarbeiten. Wir werden für Sie heute die Arbeit abnehmen und vorstellen, unsere Parameter, wie wir an das Thema herangehen und was wichtig zu wissen ist. Zusätzlich werden wir noch einen Trade besprechen, vielleicht den heutigen Trade, weil der ist natürlich aktuell und bestimmt wichtig zu wissen. Wir werden dann ein paar Worte sagen, warum wir die Position eingegangen sind und warum wir auch rausgegangen sind. Unser Ausstieg war ganz gut zu dem damaligen Zeitpunkt, war das einer der höchsten Punkte. Also sind wir mit dem Trade ganz zufrieden. Ja, guten Abend auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Daniel Fiering und der eine oder andere hat schon mit mir gesprochen oder auch mit Frau Janik. Auf jeden Fall sind wir ja so möglichst viel mit Ihnen in Kontakt, das ist ja immer ganz klar. Uns freut es ganz besonders, dass Sie so zahlreich heute Abend eingeschaltet haben, weil wie gesagt, wir gehen wirklich auf ein wichtiges Thema ein. Und das ist ganz entscheidend, weil letzten Endes danach richtet sich das ganze Trading. Und es ist leider ist es eine Wahrheit, dass die Trader, die nicht erfolgreich sind, dass die zu 90% am Money Management scheitern. Und deswegen ist es halt so ganz wichtig, auch was das Cross-Rechnen angeht und so weiter, dass sie immer das gleiche Risiko fahren. Und durch diese ganze Thematik wollen wir ganz gerne sie heute Abend durchführen und wir versuchen das so anschaulich wie möglich zu machen. Nur als kurzes Info, unsere Sendung wird aufgezeichnet, das heißt, Sie bekommen den Mitschnitt, die Sendung nochmal in den nächsten Tagen per E-Mail zugeschickt, den Link, da können Sie sich einloggen und sich die Sendung mehrmals nochmal anhören. Es lohnt sich, denn wirklich, wir werden heute mit Zahlen spielen, viele Zahlen werden genannt und es ist nicht immer leicht beim ersten Mal alles zu behalten, von daher seien Sie ganz entspannt, wenn Sie nicht alles sofort mitbekommen, weil natürlich die Informationen sind schon viele da, Sie werden die Möglichkeit haben, sich die Sendung nochmal anzuhören. Und wie gesagt, wir freuen uns über Ihre Fragen. Wir werden die letzten 10 Minuten, wenn uns die Zeit erlaubt, widmen uns den Fragen. Wenn Sie etwas wissen möchten, wenn etwas unklar ist, bitte schreiben Sie uns über die Chatfunktion und haben Sie auch Verständnis, wenn nicht alle Fragen beantwortet werden können, weil wir natürlich viele Zuhörer haben, dann bitte schreiben Sie uns eine kurze E-Mail über unseren Investor-Tool. Da können Sie sich einloggen und uns Fragen stellen. Gut, gehen wir mal aber in Medias Res und da fangen wir an. Und zwar, das wird Sie jetzt vielleicht wundern, beim Risk Management und gar nicht beim Money Management. Diese zwei Begriffe werden häufig einfach verwechselt. Und wir wollen ja, dass Sie sich fachgerecht ausdrücken können. Und Risk Management und Money Management sind zwei verschiedene Dinge. Deswegen wollten wir Sie schon gleich am Anfang darauf aufmerksam machen. Das Risk Management beschäftigt sich mit einem gewissen Risiko. Das hat aber nichts mit Ihrem Geld zu tun, sondern das beschäftigt sich mit dem Risiko, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Trade, den Sie eingehen, erfolgreich sein wird. Und jetzt ist es natürlich so, wenn Sie sehr, sehr nah an
sehr signifikanten Widerständen oder Unterstützungen sind, steigt natürlich das Risiko, wenn sie da durchbrechen wollen. Und deswegen spricht man hier in diesem Fall vom Risk Management. Also zusammengefasst, das Risk Management beschäftigt sich mit dem Risiko und der Wahrscheinlichkeit, ob ein Trade erfolgreich sein wird oder nicht. Das ist quasi das Risk Management. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der oft vernachlässigt wird, denn immer wenn wir unsere Signale verschicken, wir versuchen natürlich schon die Punkte auszusuchen, wo unser Risk- und Money-Management zusammenspielen. Das heißt, wir versuchen Trades für sie auszusuchen, nicht nur versuchen, sondern wir tun das, wo einfach die Chance am größten ist, dass der Trade aufgeht. Und klar, wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten, deswegen kann nicht jeder Trade aufgehen, das ist gar nicht möglich mathematisch, aber wir haben schon unsere Parameter und an die halten wir uns und sie sind auch ganz, ganz wichtig, damit sie ihr Kapital schützen und wir werden jetzt Schritt für Schritt das Thema angehen, vor allem was ist Money Management. Ja, Money Management, englisches Wort ist ganz klar, hat mit Geld zu tun und das Geld ist für uns unser, oder das Kapital, was wir besitzen, ist unser Handwerkszeug. Der Schreiner muss auf seinen Hammer aufpassen und auf seine Säge muss er aufpassen und wenn er die verliert, kann er nicht mehr arbeiten. Und so müssen wir es mit unserem Geld auch handhaben. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich mit diesem Thema einmal auseinandersetzt, auch wenn es ein bisschen trockener ist, wie also quasi der echte Handel. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Also von dem her, das kann auch ganz spannend sein. Und da gibt es ganz verschiedene Strategien und da können wir auch noch drauf eingehen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt einfach mal die Basics durch, sodass Sie quasi auch dann die richtige Handelssumme einsetzen können und so weiter und so weiter und so weiter. Fahren wir fort. Ein wesentlicher Faktor beim Money Management ist natürlich der Hebel. Der wird im Englischen wird er mit Leverage bezeichnet. Und wie der eine oder andere von Ihnen weiß oder was wir immer wirklich kundtun, ist es ja so, dass wir im Moment mit einem Hebel von 1 zu 5 handeln. Bis Hebel 1 zu 10 ist für uns die Welt eigentlich sehr, sehr in Ordnung und das ist sehr konservativ zu sehen, weil es wird ja immer angenommen, dass der Devisenhandel so spekulativ ist. Das stimmt überhaupt nicht. Der Devisenhandel ist normalerweise von der prozentualen Bewegung pro Tag in den verschiedenen Währungspaaren der langweiligste, möchte ich jetzt nicht sagen, aber die Schwankungen sind am geringsten. Schwankungen im DAX von 2% sind an der Tagesordnung oder fast schon der Normalzustand und das werden Sie nie in Euro-Dollar erleben oder ganz, ganz, ganz selten. Und deswegen macht die Sache oder wird die Sache erst spekulativ, je höher wir den Hebel wählen. Und wir meinen, dass also quasi ein Hebel von 1 zu 10 im konservativen Bereich zu sehen ist. Alles, was darüber ist, auch in Ordnung, meinetwegen noch bis 1 zu 20 von meiner Sicht der Warte aus. Aber man sollte dann schon auch wissen, was man tut. Und man muss sich des Risikos auch bewusst sein. Und deswegen, wenn Sie es wissen, dann wissen Sie auch, was Sie tun. Und Sie sollen sich nur über diesen Faktor, sollen Sie sich im Klaren sein, dass Sie also quasi nicht unbedingt, es gibt Broker, die Hebel anbieten von 1 zu 500. Das kann dann ungefähr ein oder zwei Trades dauern und wenn die nicht unter Umständen ins Positive oder nicht sofort ins Positive laufen, dass sie einen Margin Call bekommen und dass sie dann eliminiert werden. Und das ist genau the worst case Szenario, also der schlimmste Zustand, den wir überhaupt erzeugen können. Und deswegen bitten wir Sie, dass Sie einfach auch ein bisschen konservativer und dafür ein bisschen konstanter arbeiten. Das macht mehr Spaß, weil wir haben dann länger mit Ihnen Kontakt und es wäre einfach schön, weil das führt auch zum Erfolg. Nur zum Vergleich, Investmentfonds benutzen überhaupt keinen Hebel, die meisten zumindest. Aber mit viel Geld ist viel möglich, mit weniger Geld ist halt weniger möglich. Gut. Genau, Money Management. Jetzt haben wir für uns, wir haben das über die letzten 10, 15 Jahre herausgearbeitet und wir haben viel experimentiert und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass beim
Devisenhandel, die Regel 2,5% ist so für uns am besten. Das fühlt sich stimmig an und sie fallen kein großes Risiko. Und es ist einfach so, dass man sich bei der Größe wohlfühlen kann. Das bedeutet, wir können ruhig schlafen, auch wenn wir eine Position über Nacht halten, ist es für uns entspannt. Und das bedeutet vor allem, dass wir wissen, was passiert. Wir planen unsere Trade. Was passiert, wenn meine Position gegen mich läuft? Weil, wie vorhin gesagt, wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten und das heißt, dass wir auch Minus-Trades haben. Damit müssen wir umgehen können und wir müssen wissen, dass es einfach zu dem Geschäft gehört und dass es ohne das gar nicht geht. Also wir müssen auch lernen, damit umzugehen, vor allem diejenigen, die neu im Geschäft sind. Wenn Sie aber die 2,5% Regeln behalten, und das heißt, wie sie zusammengesetzt werden, also wie sie entstehen, das werden wir gleich genau an einem Beispiel zeigen. Das Wichtigste zu wissen ist jetzt in diesem Moment, dass wir jeden Trade, den wir eingehen, wir sind nicht bereit, mehr zu riskieren von unserem Kapital, von unserem Margin, von dem, was wir eingezahlt haben auf unser Konto, als 2,5%. Das ist unsere eiserne Regel. Wir halten uns immer dran. Die meisten Trades, die Sie von uns bekommen, wir gehen sogar weniger Risiko ein, weil wir eben unsere, die Märkte sind im Moment etwas schwierig zu handeln. Dieses Jahr ist insgesamt etwas schwieriger als sonst. Und wenn wir das wissen, dann können wir damit umgehen. Weil es gibt nichts Schlimmeres im Trading, wenn Sie stur bleiben und einfach irgendwas verfolgen, Ihre Idee, die einfach nicht mehr aktuell ist. Also wir müssen flexibel sein, wir müssen uns anpassen. Und jetzt haben wir uns angepasst. Das heißt, mit unseren Signalen, mit Devisensignalen, Sie bekommen Trades. Mit jedem Trade bekommen Sie natürlich sofort den Stop-Loss zugeschickt, mit jedem Einstieg. Und unsere Grenze ist viel weniger im Moment. Hier geht es darum, um maximales Risiko. Das heißt, wenn Sie diese Regeln für sich behalten, also sich verinnerlichen, dann wird Ihr Konto nicht gefährdet. Dann können Sie wirklich ruhig schlafen und entspannt handeln. Wir bekommen oft E-Mails und Anrufe von neuen Lesern, von Einsteigern, die natürlich oft die Frage kommt, ja, dieser Markt ist so volatil und er ist so riskant und riskiere ich denn mein ganzes Kapital pro Trade? Wie sieht das aus? Diese Frage wundert mich ein wenig, aber wir bekommen sie wirklich relativ oft. Deswegen möchte ich das nochmal hier ansprechen. Nein, mit uns, es ist natürlich möglich, wie Herr Fehring gesagt hat, wenn Sie Hebel 1 zu 500 nehmen, so wie manche Broker anbieten, dann klar können Sie Ihr Kapital mit einem Trade verbrennen. Das ist schon klar. Aber mit uns nicht, weil wir wissen, was wir tun. Wir haben strikte Regeln und wie gesagt, 2,5%, das ist das maximale Risiko, das Sie mit uns eingehen könnten, wenn Sie unseren Dienst folgen, aber auch das passiert nicht, weil wir haben noch engere Stop-Loss-Marken, gerade in diesem Markt. Wir können damit umgehen und passen uns an. Ich glaube, im Moment sind wir bei 1,5% oder 1,8%. Ne? Ja, wir sind jetzt wirklich... Also wir sind weit davon entfernt, aber rein rechnerisch, das werden Sie jetzt gleich feststellen, könnten Sie natürlich noch ein bisschen die Stops unter Umständen oder das Risiko erhöhen. Wir haben natürlich auch erfahrene Händler, die schon länger dabei sind und auch eigene Positionen eingehen, was uns natürlich sehr freut. Und es ist immer schön zu wissen, dass sie auch selbstständig denken, dass sie auch eigene Entscheidungen treffen. Und dafür ist es einfach gut zu wissen. Also bitte dann mit Hebel maximal, also mit Risiko maximal 2,5% pro Trade, mehr bitte nicht. Machen wir doch einfach mal ein Rechenbeispiel. Das ist jetzt keine hohe Mathematik, was wir jetzt hier vermitteln wollen, sondern einfach nur eine Veranschaulichung, wie Sie also quasi Ihr Risiko ausrechnen können, wie Sie auch Ihre Stops vom Rechnerischen aus betrachten können und so weiter. Was vielen nicht klar ist, was Margin oder Einlage, ja Einlage ist schon den meisten klar, aber das wird normalerweise, Margin ist die englische Bezeichnung für Sicherheitshinterlegung. Letzten Endes ist es doch so, wir arbeiten doch mit der vierten Kommastelle und da müssen Sie natürlich den Multiplikator auf der linken Seite müssen Sie erhöhen und da reicht meistens das Kapital nicht aus. Deswegen, weil das bekannt ist, bietet Ihnen der Broker die Möglichkeit an, mit einem Hebel, mit einem sogenannten Leverage zu arbeiten.
Letzten Endes haben Sie, wenn Sie es formal juristisch betrachten, noch nie so einen schnellen Kredit bekommen, ohne dass Sie irgendwelchen Papierkram zu erledigen hatten. Sie mussten noch nicht einmal eine Unterschrift setzen dafür. Daher ist es, letzten Endes nehmen Sie einen Kredit auf. Und dieser Kredit wird Ihnen zinsfrei gewährt für den ganzen Tag bis 11 Uhr abends. Zumindest wenn Sie bei CEFIX sind. Das ist natürlich von Broker zu Broker unterschiedlich. Muss man auch sagen, es gibt Broker, die sehr kundenschnell ihre Zinsen berechnen. Also das ist auch wichtig zu wissen, wo Sie unterwegs sind. Und bevor Sie ein Konto aufmachen, wenn Sie neu sind, erkundigen Sie sich wirklich. Die Fragen sind schon wichtig zu beantworten. Auf jeden Fall bei Saxo Bank CEFIX. Wenn Sie da Ihr Konto aufmachen, dann sind Sie schon gut aufgehoben. Gut, jetzt haben wir den Hebel, wie schon eben angedeutet, 1 zu 10. Und jetzt ist es wirklich keine hohe Mathematik. Angenommen, Sie haben eine sogenannte Sicherheitshinterlegung oder eine Kontoeinlage von 10.000 Euro. Die können Sie jetzt mal 10 nehmen und dann kommt die Handelssumme 100.000 raus. Viele erschrecken jetzt und sagen, das ist unglaublich viel Geld. Das ist ja ein halbes Reihenhaus oder naja, heutzutage, je nachdem wo, heute nur noch ein Sechstel Reihenhaus, um das so zu sagen. Aber auf jeden Fall bin ich solche Summen nicht gewöhnt. Das ist selbstverständlich, ist es natürlich auch ein Gewöhnungsfaktor mit dabei. Seien Sie nicht erschrocken. Diese 100.000 sind relativ wenig. Das mag Sie jetzt vielleicht kränken, aber das wollen wir eigentlich gar nicht. Ich möchte Ihnen nur die Realität schildern. Letzten Endes gibt es diese hohen Handelssummen nur deswegen, weil wir mit der vierten Kommastelle handeln. Und dann müssen Sie natürlich den Faktor, müssen Sie natürlich erhöhen. Aber das heißt noch lange nicht, dass unser Risiko steigt. Und das gehen wir jetzt mal durch. Auf jeden Fall Sicherheitshinterlegung, sprich Margin, mal dem Hebel, ergibt die Handelssumme. Pro Trade. Ups, so. Und jetzt müssen wir erstmal den PIP-Wert errechnen. Der PIP-Wert ist also quasi die vierte Kommastelle, die ich eben schon angesprochen habe. Aber die lässt sich auch leicht errechnen. Sie nehmen einfach Ihre Handelssumme, die wir eben ausgerechnet haben, also die Einlage mal den Hebel. Und in dem Fall haben wir jetzt zum leichteren oder Überschaubarkeit haben wir einfach glatte Zahlen genommen. Das ist jetzt 100.000. Bitte nehmen Sie es nicht zu sklavisch. Ob das jetzt ein paar Euro mehr sind oder ein paar Euro weniger sind von der Handelssumme, das ist doch nicht so entscheidend. Das spielt nicht so eine große Rolle. Im Devisenhandel spielen eher die Anzahl der Nullen eine Rolle. Und von dem her, ob da jetzt noch in diesen Nullen irgendwo eine 3 oder eine 9 versteckt ist, das ist jetzt eigentlich gar nicht so entscheidend. Auf jeden Fall nehmen Sie diese 100.000, wie in unserem Beispiel, nehmen die mal der vierten Kommastelle 0,00001 und dann kommen sie bei 10 raus. Und wenn Sie diese 10 geteilt durch den aktuellen Kurs nehmen, dann haben Sie den PIP-Wert. Jetzt wissen Sie, was ein oder was die Bewegung von einem PIP, was das für Sie wert ist. Und das ist nur deshalb so wichtig, weil wir wissen ja, wie groß unser maximales Risiko sein darf. Ich spreche ungern von diesem Wort Verlust, aber wir müssen doch irgendwo diese 2,5%, also das Worst-Case-Szenario, müssen wir so einschränken, dass wir uns wohlfühlen. Und wenn wir jetzt diese 2,5% von diesen 10.000 Euro nehmen, dann kommen sie bei 250 raus. Und das jetzt geteilt durch den aktuellen PIP-Wert, dann wüssten Sie, wie groß Ihr maximales Risiko sein darf für Ihr Kapital, wenn Sie nicht mehr wie 2,5% Risiko haben wollen. Es geht jetzt vielleicht ein bisschen schnell, aber die Sendung wird ja aufgezeichnet und dann kriegen Sie auch Nachricht von uns. Und dann ist es auch vielleicht sicherlich sinnvoll, es nochmal zu rekapitulieren, dass man einfach da nochmal diese Sendung anschaut. Letzten Endes ist es keine hohe Mathematik, aber es sollte Ihnen wirklich
geläufig sein, in Fleisch und Blut überzugehen, weil es geht nämlich noch ein bisschen weiter. Ja, jetzt machen wir ein kleines Beispiel, ein Rechenbeispiel, sodass es noch besser vorgestellt wird und vielleicht, dass Sie das auch besser verstehen, gerade diejenigen, die neu sind, weil wir wissen schon, dass es am Anfang nicht immer ganz leicht zu verstehen ist und es wird zwar oft erklärt im Internet und es gibt Bücher, was auch immer, aber es ist alles so ein bisschen verkompliziert. Gut, dann machen wir jetzt ein Beispiel. Also wir gehen, machen einen Trade, und zwar Euro-US-Dollar, gehen wir short bei 1,0850. Also stellen Sie sich vor, Sie bekommen von uns jetzt eine Nachricht, eine SMS und da drin steht Euro-Dollar short at the market. At the market bedeutet natürlich jetzt und Spot direkt, also nicht warten, nicht keine Limits setzen, keine Orders, sondern sofort. Also Euro-US-Dollar short at the market, aktuell 1,0850. Das heißt, zu diesem Kurs möchten wir einsteigen oder steigen wir ein. Jetzt noch am Rande, weil mir gerade einfällt, wenn der Kurs mehr als 8 Pips weggelaufen ist, das heißt, wenn Sie jetzt die Nachricht bekommen und Sie konnten vielleicht nicht schnell genug am Computer sein oder Ihr Handy einschalten, was auch immer, Sie waren im Meeting, im Garten, sonst wo, und der Kurs ist jetzt zum Beispiel schon bei, in unsere Richtung natürlich im Plus, wenn der Kurs jetzt wäre bei 1,0840 oder 35, dann wird er nicht mehr einsteigen, weil der Kurs ist schon sozusagen weggelaufen, wie ein Zug, der wegfährt. Man läuft dem nicht hinterher, es bringt nichts. Also merken Sie sich so, im Hinterkopf bitte behalten, maximal 8 Pips im Plus, wenn er ist, dann lohnt es sich noch einzusteigen, ansonsten wird er nicht mehr. Wenn er natürlich gegen uns läuft, erstmal, was auch möglich ist und passiert manchmal, weil der Markt lebt, die Kurse bewegen sich ständig. Wenn er natürlich jetzt bei 1,08, 60, 65, 70 wäre, dann können Sie natürlich einsteigen, das ist ganz klar. Okay, aber jetzt wieder bei unserer Rechnung. Wir sind short gegangen bei 1,0850. Unsere Handelssumme, die haben wir vorhin ausgerechnet, wir gehen im Hebel 1 zu 10. Bei 10.000 Euro Konto sind wir mit 100.000. Also unsere Handelssumme, der Betrag, und der ist wichtig zu wissen, weil bei manchen Brokern muss man den jedes Mal einstellen, wenn man nicht speichert. Sie können natürlich speichern, wenn Sie aber nicht speichern, dann immer gucken, bevor Sie klicken, ist da auch die richtige Handelssumme. Und unser Pip-Wert, 9,22 Euro, haben wir auch vorhin ausgerechnet. Hier in Klammer können Sie es nochmal sehen. Maximaler Verlust in unserem Fall 250 Euro pro Trade. Also die 2,5% bei einem Konto von 10.000 Euro. Und hier sehen Sie, die teilen wir durch 9,22, was wir ausgerechnet haben, und das ergibt 27 Pips. Das heißt, unser Stop-Loss, den wir setzen, darf nicht mehr als 27 Pips sein bei dem Hebel. Da wir natürlich bei uns im Dienst Hebel 1 zu 5 fahren und Sie sehen, und wir geben die Stops jetzt auch bei 30 Pips, wir haben vorhin bei 40 gemacht, so in den ersten Jahreshälfte, weil die Märkte volatiler waren, aber wir müssen immer flexibel sein und jetzt haben wir festgestellt, man muss gar nicht mehr so hohes Risiko, was heißt hohes Risiko, wir können das Risiko ein bisschen niedriger halten und wir schrauben immer daran und wir passen uns immer an, deswegen haben wir unseren Stop-Loss jetzt bei 30 Pips, da fühlen wir uns wohl, da passiert nichts. Weil wenn Sie jetzt überlegen sich, wenn Sie von 10.000 Euro 250 verlieren, gut, es ist Verlust, aber es tut nicht weh. Weil ich meine, wer hier mitmachen möchte, mitspielen möchte, der muss natürlich auch stark genug sein, um das zu ertragen. Weil ansonsten kann er sein Geld zur Bank bringen und festlegen. Ja? Dann wird er natürlich andere Rendite erwarten. Auf jeden Fall haben wir jetzt ausgerechnet, unser Stop-Loss, da sehen Sie unter neben dem Pfeil, wird bei 1,0877 oder 23, klar, je nachdem, welche Richtung wir gehen. In diesem Beispiel sind wir short gegangen. Short bedeutet, wir setzen auf fallende Preise. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Markt fällt. Das ist manchen auch manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen am Anfang, dass wir auf fallende Preise setzen. Aber das Schöne am Forex-Markt ist, dass wir beide Richtungen handeln können. Uns ist es eigentlich egal, ob der Markt steigt oder fällt. Wichtig ist nur, dass wir auf der richtigen Seite sind.
Ist das nicht schön? Wir haben volle Flexibilität, wir können frei sein und wir müssen nicht immer nur warten, dass die Preise steigen. Das ist das Schöne. Also wir haben jetzt ausgerechnet, dass wir den Stop-Loss 27 Pips höher setzen können beim Einstieg 1,0850, wie gesagt, plus oder minus 27, je nachdem. Sie werden, prinzipiell werden Sie immer so in der Range rauskommen bei 27 bis 32 Pips. Es spielt jetzt auch keine große Rolle, ob Sie jetzt 27, 28, 30 Pips als Spread machen. Und von dem her, aber es sollte so in dieser Größenordnung sein. Also von dem her beherzigen Sie das einfach. Sie sollten einfach nur wissen, wie man eigentlich auch drauf kommt. Gut, das ist also eine einfache Beispielrechnung und gehen wir einfach mal einen Schritt weiter. Und jetzt machen wir mal ein Beispiel, wie sich das also quasi das alles quasi verändert, wenn Sie zum Beispiel den Hebel erhöhen. Ja, dann haben wir zum Beispiel Hebel 1 zu 20. Was wir gesagt haben, ist möglich. Das ist noch eine Möglichkeit, wenn zum Beispiel, wenn Sie gut im Plus liegen, wenn Sie einen guten Run haben, gute Performance erzielen, dann ist es noch in Ordnung, wenn Sie deinen Hebel 1 zu 20 einsetzen, aber bitte auf keinen Fall höher. Also zumindest unsere Denkweise ist so, Hebel 1 zu 20 ist schon die maximale Grenze. Mehr möchten wir nicht, egal wie gut es uns geht. Wir halten uns an bestimmte Regeln und sind diszipliniert, weil Disziplin im Trading ist das A und O. Ohne Disziplin werden Sie nicht erfolgreich sein. Das wissen schon diejenigen, die ein bisschen länger dabei sind. Die Neuen vielleicht wollen sich noch bisschen ausprobieren, austoben. Einmal darf man einen Fehler machen, es gehört dazu im Leben, aber wenn Sie den gleichen Fehler wiederholen, dann ist etwas nicht in Ordnung. Da muss man ein bisschen reflektieren, sich anschauen, wo muss ich mich verändern, wo muss ich an mir arbeiten. Und hier haben wir noch mal ein Beispiel, um Ihnen das noch besser zu verstehen geben, und wir gehen noch mal ein kurzes Beispiel durch. Also hier gehen wir noch mal Euro US-Dollar Short 1,0850 wie oben. Aber jetzt sehen Sie in Rot, die Handelssumme ist jetzt 200.000. Es ist nicht mehr 100.000, weil wir natürlich mal 20 gehen. Das sind 200.000. Und hier sieht man deutlich, dass der Pip-Wert automatisch doppelt so groß ist. Das heißt, jetzt ist ein Pip 18,44. Das heißt, wenn der Kurs jetzt von 1,0850 auf 1,0851 geht und Sie sind short, da liegen Sie automatisch mit einem Pip 18 Euro im Minus. Wenn es 10 Pips sind, dann sind schon 180 Euro. Das ist nicht schön. Also das ist schon, je nachdem natürlich, wie, für den einen ist das noch gar nichts, für den anderen ist das schon ganz viel Geld. Wie gesagt, man kann alles machen, man muss nur wissen, was man tut. Bewusst Entscheidungen treffen. Das ist auch im Trading ganz wichtig. Bei uns natürlich haben Sie es leichter, weil wir für Sie die Entscheidungen treffen, wenn Sie das so wollen und einfach mit uns arbeiten möchten. Also wie haben wir den Pip-Wert? 18,44 Euro. Teilen wir nochmal durch 1,0850 und wir haben hier wieder unseren maximalen Verlust. Das verändert sich nicht, egal welchen Hebel wir fahren. Wir müssen immer 2,5% Regel einhalten. Aber was sieht man, wenn wir das teilen durch 18,44, dass es nur 14 Pips sind. Und das ist schon ein großer Unterschied im Forex-Markt. Denken Sie darüber ein bisschen nach. Also 14 Pips, Stop-Loss, das ist schon sehr, sehr eng. Und um diese Größe einzuhalten, da muss man schon wirklich entweder sehr, sehr erfahren sein oder sehr kurzfristig orientiert sein. Auf jeden Fall. Es ist natürlich klar, es gibt Situationen, wo wir uns zum Beispiel einem wichtigen Widerstand befinden, wie Fibonacci oder Pivotpunkt oder charttechnisch gesehen. Darüber werden wir auch Sendungen machen und Ihnen mehr erklären, die in die Tiefe gehen in der Materie. Da kann man schon solche Trades eingehen mit 14 Pips, weil ich weiß genau, wenn ich oben am Widerstand bin und die Indikatoren sind ausgereizt und ich weiß, die Luft ist dünn und die Kraft fehlt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs jetzt natürlich eine Gegenrichtung übernimmt oder dass da ein Rebound entsteht oder eine Korrektur. Dann kann man natürlich schon so machen, dass ich sage, okay, ich setze jetzt meinen Stop-Loss 14 Pips höher.
Aber um diese Entscheidungen treffen zu können, braucht man schon wirklich viel Erfahrung und man muss schon sich gut mit der technischen Analyse auskennen und auch die Charts lesen können. Von daher, ich sage nicht, dass wir das nicht tun, aber wir werden das nicht tun für den Dienst, weil da haben wir natürlich Menschen mit unterschiedlicher Risikobereitschaft und auch unterschiedliche Kapitalgröße. Also da halten wir uns immer an unsere Parameter. Sie werden hier keine Trades mit Hebel 1 zu 20 bekommen. Auf jeden Fall sehen Sie, wir haben nur 14 Pips Luft. Das heißt, unser Stop-Loss darf hier, wenn wir Short gehen, nicht höher sein als 1,0864. Und das ist ganz, ganz wenig. Wenn wir noch den Spread dazu rechnen, also den Unterschied zwischen Ein- und Verkauf, das ist das, was der Broker verdient an der ganzen Geschichte, dann haben wir wirklich wenig Spielraum. Und der Markt lebt, der Markt bewegt sich, der bleibt nicht stehen. Von daher, wir müssen uns gewissen freien Raum schaffen. Wir haben keine Glaskugeln und wir müssen ein bisschen Spielraum dem Markt offen lassen. Also es ist schon sehr schwierig. Wie gesagt, in bestimmten Situationen ist in Ordnung, ist vertretbar, aber grundsätzlich Hebel 1 zu 20 ist einfach zu viel. Ja, mir ist es auch zu viel. Also ich finde nach wie vor, ich bleibe bei unserer Aussage 1 zu 10, das ist entspannt und das ist gut. Und jetzt 1 zu 5 ist noch konservativer, das heißt wirklich, Sie brauchen keine Bedenken haben, Sie können wirklich entspannt sein. Wichtig ist einfach, dass Sie auch mental dazu in der Lage sind, unseren Empfehlungen zu folgen, um sie auch diszipliniert umzusetzen. Weil wir müssen leider immer wieder feststellen, dass viele Menschen es nicht schaffen, diszipliniert die Stops einzuhalten. Das heißt, entweder wird der Stop verschoben oder gänzlich gelöscht und dann wird gehofft, dass der Kurs dreht. Ja, der dreht fünfmal, sechsmal und dann sagen sie, ja, der Fearing und Janik, sie haben einen Fehler gemacht. Sie sind ausgestoppt. Ich bin nicht ausgestoppt worden. Ich habe jetzt den Trade mit Gewinn geschlossen. Ich musste nur vielleicht 2, 3 Tage länger warten. Der Kurs ging schon in meine Richtung und sie sind ausgestoppt. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Warum? Weil sie einfach Bestätigung bekommen, dass ihre Denkweise korrekt ist. Das heißt, keine Stops zu setzen. Und ich kann Ihnen garantieren, ich kann das wirklich garantieren, ich bin jetzt aktiv im Forex-Handel seit über 12 Jahren. Ich kann Ihnen das sagen, dass es immer einen Tag X gibt, das heißt den Tag, an dem der Kurs nicht mehr zurückkommt, dahin, wo Sie ihn haben wollten. Und wenn es ganz schlimm geht, dann werden Sie Ihren Einstiegskurs nicht mehr sehen, bevor Sie Margin Call bekommen. Und das ist sehr unangenehm, das ist schmerzhaft und davon möchten wir Sie bewahren davor. Und das sind auch so die Themen, warum manche Menschen, die sich einfach an bestimmte Regeln nicht halten, Verluste machen, undiszipliniert sind, hinterher den Markt schlecht machen und erzählen, dass das ein spekulativer Markt ist, dass man hier nicht Gewinne machen kann, dass es alles sehr, sehr schwierig ist. Das stimmt gar nicht. Man muss einfach nur Disziplin haben. Aber wer will schon gerne in den Spiegel schauen und die Verantwortung übernehmen? Es gibt nicht so viele. Deswegen, wir möchten das nochmal betonen, dass Sie diszipliniert bleiben. Halten Sie sich an unsere Angaben, an unsere Stops. Dann wird Ihnen nichts passieren. Ganz im Gegenteil, werden Sie Spaß an der Sache haben und Freude. Und darum geht es eigentlich. Kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir haben ja schon die Handelssumme ausgerechnet, wenn wir zum Beispiel von einem Beispiel Euro-US-Dollar ausgegangen sind. Das ist deswegen so ein leichtes Beispiel, weil Sie Ihr Konto wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich in der Währung Euro führen. Und es gibt ja bei einem Währungspaar, deswegen nennt man es ja auch Paar, gibt es zwei Währungen. Und zwar gibt es die Basiswährung, das ist die erstgenannte oder die Währung A, so wird es auch häufig bezeichnet. Und die Währung B, das ist die, die hinter dem Schrägstrich steht. Das ist die zweite Währung. Jetzt führen Sie alle Tätigkeiten, die wir vollführen oder die wir Ihnen schreiben, bezieht sich immer auf die erstgenannte Währung. Und das ist ganz leicht dann zu berechnen, wenn Sie ein Euro-Konto haben, dann werden Sie auch in Euro agieren. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel, und es gibt ja nur 162 Währungspaare auf dieser Welt, naja, da kann man sich schon austoben, wenn man möchte. Auf jeden Fall, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel in einem anderen Währungspaar befinden,
Und deswegen haben wir ein zweites oder ein zweites Rechenbeispiel jetzt hier aufgeführt. Nehmen wir einfach doch mal das triviale Beispiel US-Dollar, Kanada-Dollar. Das heißt, die erstgenannte Währung ist nicht in Euro und von dem her ändert sich automatisch auch die Handelssumme. Das ist ganz klar, weil das ist ja nicht 1 zu 1 zu sehen, weil Sie müssen dann, und das ist auch ganz logisch, Sie müssen dann auch den aktuellen Kurs von Euro, kanadischen Dollar, müssen Sie wissen, von der B-Währung. Und von dem her, und die ist in dem Fall 1,5020, die Verhältnismäßigkeit. Und von dem her ergibt sich automatisch eine andere Handelssumme. Das heißt, Sie können jetzt nicht mehr denken, ich würde jetzt mit dem Hebel 1 zu 10 100.000 handeln, sondern Sie müssen dann erstmal, und das müssen Sie nicht jedes Mal machen, auch nicht jeden Tag, weil so viel verändern sich ja, wie gesagt, die Währungen nicht, dass Sie das einmal irgendwo im Monat machen, einmal alle 2 Wochen, auf jeden Fall irgendwo, wenn Sie wissen, da hat sich jetzt sehr, sehr viel getan, dann muss ich es halt mal wieder ausrechnen. Aber es kommt auf ein paar tausend Euro oder ich meine auf ein paar tausend kommt es hier nicht an im Devisenhandel. Das macht sie nicht ärmer und auch nicht reicher. Aber dass sie ungefähr wissen, es macht aber einen Unterschied, wenn zum Beispiel Euro-CAD das Währungsverhältnis 1,5020 ist, dann müssen sie diese Handelssumme natürlich, da brauchen sie nicht einmal einen Taschenrechner, um 50% erhöhen. Und das ist schon eine Größenordnung. Sprich, sie handeln nicht mehr mit 100.000, sondern mit 150.000. Und jetzt können Sie auch wieder Ihr Money Management grob errechnen oder genauer errechnen, wie Sie es wollen. 150.000 mal 0,0001, also das Prinzip bleibt das gleiche, gibt 15 Loonies, so heißt der kanadische Dollar in der Umgangssprache. Und diese 15 Loonies, die nehmen Sie wieder geteilt durch den Kurs, 1,5020, kommen Sie wieder bei 9,99 Euro raus, dann sind Sie diesmal bei 25 Pips. Und wir haben Ihnen ja schon gesagt, irgendwo in dem Bereich zwischen 25 und 32 Pips werden Sie immer wieder landen, auch wenn Sie andere Währungen handeln oder andere Währungspaare außerhalb des Euroblocks. Es ist nur so zu wissen, diese Crossrechnung ist nicht sehr schwer. Sie müssen nur einmal zu Ihrer Kontowährung, die wahrscheinlich der Euro sein wird, das Verhältnis zur B-Währung haben. Und wenn Sie das festgestellt haben, dann können Sie den PIP-Wert wieder ausrechnen und dann können Sie auch das maximale Money Management ausrechnen. Aber im Prinzip machen wir das schon für Sie. Letzten Endes sind ja unsere Stops irgendwo im 30er-Bereich und von dem her sind wir da absolut auch im grünen Bereich. Genau. Ja, jetzt wollten wir uns kurz, weil wir Ihnen auch versprochen haben und uns auch, haben wir uns fest vorgenommen, dass wir ein Trade durchgehen, also eine kurze Analyse machen von einem Trade. Also wir haben einfach einen Trade jetzt gewählt, der interessant ist, den wir gerne mit Ihnen besprechen möchten und Ihnen zeigen. Ja, ich habe jetzt gerade auch den Gedanken gehabt, vielleicht machen wir besser den heutigen Trade, weil er ist natürlich aktueller als Trade 197, der irgendwie vor 1-2 Wochen stattgefunden hat. Es ist nicht so interessant. Also wir würden gerne den heutigen Trade durchgehen. Wir hoffen, Sie waren dabei. Wir hoffen, Sie konnten mit profitieren und den Gewinn mitnehmen konnten. Das würde uns natürlich freuen. Aber jetzt ein paar Worte zu unserer Entscheidung, damit Sie ein bisschen nachvollziehen können, warum sind wir reingegangen, was waren unsere Erwartungen, was war unsere Zielsetzung und wie es zu der Entscheidung kam. Letzten Endes, unter Umständen, verwirrt Sie das Bild jetzt auf den ersten Blick. Da gewöhnt man sich aber sehr, sehr schnell dran. Wir haben das Bild jetzt auch sehr, sehr dekomprimiert. Das muss man sagen. Normalerweise schaut es auf unserem Bildschirm ein bisschen anders aus. Und dann ist es mehr in dieser Richtung so zu sehen. Nein, nicht ganz so intensiv. Ja, aber ein bisschen. Also, aber schon aber, eng, aber ja. wegen der Übersichtlichkeit oder damit Sie die einzelnen Stellen sehen können, haben wir Kreise rumgemacht und wir arbeiten ja mit verschiedenen Indikatoren, das heißt mit einem Handelssystem. Was bedeutet System? System ist ein zusammengesetzt aus verschiedenen Komponenten.
Das sind sowohl Oszillatoren, das heißt Indikatoren, die relativ schnell auf- und abwärts gehen, die also quasi unter Umständen auch in langen Trendphasen irgendwo Fehlsignale aufweisen. Deswegen gibt es auch dann noch die Trendindikatoren dazu und man versucht da einfach eine gesunde Mischung zu bekommen, so dass sie sagen, das muss alles übereinstimmen. Wenn das alles übereinstimmt, dann haben Sie die größtmögliche Wahrscheinlichkeit von Ihrem Handelssystem. Das ist eine ganz rationale, ganz logische Entscheidung. Und viele fragen sich ja immer, ja, wie kommen die jetzt drauf, dass wir also quasi in den Markt gehen? Oder es ist ja so gestiegen und die sind nicht in den Markt gegangen. Genau, der Kurs hat so eine große Bewegung gemacht und sie waren nicht dabei. Das ist natürlich auch, sowas kann nur jemand sagen, der von dem Markt wenig Ahnung hat. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das ist die Wahrheit. Wenn jemand mit der Behauptung daherkommt, wir hatten eine Bewegung von 200 Pips und wir waren nicht dabei. Warum wir da nicht dabei waren, das ist ganz einfach, wenn unsere Handelskonzepte, unsere Systeme keine Signale liefern, dann schicken wir auch nichts raus. Das ist Punkt 1. Der Punkt 2 ist, dass Bewegungen im Voraus oft die Volatilität, wie weit die Bewegung geht, die lässt sich nicht immer im Voraus bestimmen. Das heißt, es kann auch eine Seitwärtsbewegung einen riesen Ausschlag geben, eine Riesenbewegung, die man im Vorfeld nicht weiß, nicht wissen kann. Das kann verschiedene Gründe haben. Es kann eine Stopplawine sein, es kann auch irgendwie Intervention von Notenbanken sein, es können auch unerwartete Wirtschaftsnachrichten sein aus der Welt oder wenn etwas passiert. Es sind einfach Faktoren, auf die wir keinen Einfluss haben, die wir nicht im Voraus sehen können. Wir haben leider keine Glaskugeln, dass wir reinschauen können. Also wir können uns daran nur halten, was wir haben an unserem Werkzeug, was für uns zuverlässig ist, was uns gute Signale liefert und solche Phasen, wenn da eine Riesenbewegung gab und wir nicht dabei waren, die hat jeder Händler und jeder, der Ahnung hat von dem Geschäft, wird sagen, pff, gut, es ist halt so gewesen und man trauert nicht, dass man nicht dabei war, weil es ist, wenn sich etwas nicht voraus, ja, wenn unsere Indikatoren das nicht okay geben, die Signale, dann weiß man das nicht, dann kann ich gleich ins Casino gehen und auf Rot oder Schwarz setzen, das wäre das gleiche Ergebnis, entweder geht es auf oder geht es nicht auf. So arbeiten wir nicht, so wollen wir nicht, wir arbeiten präzise mit technischer Analyse. Also wir gehen nur dann in den Markt, wenn wir Signale bekommen, tatsächlich. Nur dann schicken wir etwas an Sie raus. Ansonsten wäre das unverantwortlich. Und wenn Sie jetzt etwas sehen, was große Bewegung war, Sie werden nicht dabei, einfach ignorieren. Das ist die beste Einstellung, die Sie haben können, ausblenden. Wir haben einfach damit nichts zu tun gehabt, weil wir es einfach bei uns nicht angezeigt wurde. Gut, aber was hat uns heute dazu bewogen, dass wir also quasi in den Markt hineingehen? Wir haben wirklich mehr wie 5 Stunden lang gerungen mit uns. Also ich war davor gesessen, ich kann jetzt nur von meiner Person ausgehen, die Frau Janik sicherlich auch, und wir haben uns immer gefragt, sollen wir nicht. Also da ist man dann schon auch manchmal im Zweifel, aber irgendwann muss man sich auch mal einen kleinen Stoß geben. Und dann muss man sagen, im Prinzip will ich diese Richtung oder sehe ich diese Richtung, aber sie warten dann auf den richtigen Zeitpunkt. Und jetzt kommt wieder dieses zweite Wort Disziplin ins Spiel. Also das erste Wort Disziplin fällt aufs Money Management, das zweite Wort Disziplin fällt dann also quasi auf den richtigen Zeitpunkt, aufs Timing. Letzten Endes haben wir meistens die korrekte Richtung, aber oft werden wir mal ein bisschen ausgebremst, so wie leider gestern mit Euro-Dollar. Und jetzt wär eigentlich der Trade wunderbar aufgegangen. Ja, eigentlich das, was wir gestern was wir gestern erwartet haben, ist heute eingetroffen. Und dass der Kurs nochmal davor so ins Minus ging, das kann keiner im Voraus wissen, weil es war unerwartet. Die Indikatoren haben Long gezeigt und dafür haben wir unsere Stop-Loss-Marken. Ja, man kann sagen, hätten wir keinen Stop gehabt, wären wir jetzt gar nicht ausgestoppt und wir hätten den Trade mit Plus geschlossen. Ja, das kann man nachhinein schön sagen, das wäre aber unverantwortlich und so arbeiten wir nicht. Wir halten uns an unsere Regeln und so machen wir. Gut, aber was hat uns bewogen? Sie sehen schon, wir haben ein paar Kreise hier eingezeichnet und Schnittpunkte sind in der technischen Analyse Gold wert. Und jedes Mal, wenn also quasi deswegen komprimieren wir das auch ein bisschen, weil der untere Indikator hier, Sie sehen unser Fadenkreuz,
Da sehen Sie den Anstieg, sehen Sie nicht so richtig, wenn Sie das Bild, deswegen komprimieren wir das ja auch immer ein bisschen, oder mehr in diese Richtung, da sehen Sie besser den Anstieg. Das heißt, er hatte einen Extremwert erreicht und drehte um und stieg an. Und das ist ein sehr verlässlicher Indikator, der nennt sich Kobok, hat spezielle Einstellungen. Und wenn der im steigenden Modus ist und man handelt gegen ihn, dann verliert man. Das ist ganz einfach. Einfache Regel. Dann haben wir hier in der Mitte den CCI. Der hat kombiniert mit einem Weighted Moving Average. Der hat einen Schnittpunkt ausgebildet, war auch im steigenden Modus. Also von dem her waren schon zwei Freunde, die wir hatten, die einfach gesagt haben, jetzt müsste es eigentlich steigen. Darüber unsere altbewährte Stochastik, Slow, die war auch im steigenden Modus. Also sind wir jetzt schon bei Punkt 3. Jetzt haben wir die Moving Averages 3 und 12 hier und die haben einen Schnittpunkt ausgebildet und Sie sehen doch hier dieses grüne Dreieck und das war der Einstiegspunkt. Das war genau an dem Schnittpunkt. Ja, das war Punkt 4. Punkt 5 kam dazu, dass die Paraboliks, die wir auch noch verwenden, zumindest ich, Frau Janik eher weniger, dass die auch im Kaufmodus waren. Also 1, 2, 3, 4, 5. Fünfmal wurde Kauf angesagt und von dem her haben wir das beherzigt. Das ist ganz einfach. Das ist eine rationale Entscheidung, weil die meisten wollen immer wissen, ja, wie kommt man dazu? Im umgekehrten Sinne, es ist ja viel schwieriger auszusteigen, aber der Ausstieg, der war eigentlich zu dem Zeitpunkt, wie Frau Janik schon angedeutet hat, war der eigentlich sehr, sehr gut. Weil das ging nämlich nochmal richtig in die andere Richtung und dann ist es natürlich nicht so schön, wenn man dann noch in der Position drin sitzt. Aber da haben Sie genau das Umgekehrte. Wir sind hier bei 28 ausgestiegen. Das war hier oben. Das ist 29, 28. Das war bei dieser roten Kerze hier, wo jetzt das Fadenkreuz sich befindet. Und die Stochastik hat das gegen das Verkaufssignal gebracht. Es ist genau das umgekehrte Bild, genau das umgekehrte Bild und von dem her wussten wir, jetzt wird die Sachlage ein bisschen zu warm und von dem her ist es besser aus Sicherheitsgründen, take the money and run, wie es im Angelsächsischen so schön heißt, dass Sie einfach mal auch kleinere Gewinne nur mitnehmen. Sicherlich aus der jetzigen Sicht der Warte heraus wären wir jetzt wieder genau auf dem gleichen Niveau. Aber Sie hätten die ganze Zeit, hätten Sie bis 22.10 in der Position sitzen müssen. Und wer weiß, vielleicht wäre es sogar noch ein bisschen drastischer ausgefallen. Ja, natürlich. Noch dazu haben wir unsere Sendung, haben wir uns natürlich auch darauf vorbereitet. Und wir wollten Sie nicht in der Ungewissheit halten, dass hier die Sendung läuft und der Trade ist noch aktiv. Der Kurs war am Widerstand, bei 30 war ein wichtiger Widerstand. Da waren auch viele Verkaufsorder, haben gesessen. Und Sie sehen, jetzt tut sich der Kurs auch sehr, sehr schwer, da durchzukommen. Von daher, das war eine gute Entscheidung und wir sind damit sehr zufrieden. Es war ein guter Tag und wir hoffen nur einfach, dass Sie dabei waren. Jetzt schauen wir kurz vielleicht auf unsere Fragen. Sind da Fragen angekommen? Ich würde sagen, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich versuche noch auf die wir versuchen noch die Fragen zu beantworten, die da sind, damit Sie auch Antwort bekommen. Trauen Sie sich einfach. Jetzt gibt es keine Fragen, so wie es aussieht. Das heißt vielleicht, dass alles klar ist oder dass Sie einfach im Moment Ihnen nichts einfällt. Das ist natürlich auch nicht schlimm. Wir wollen Sie da jetzt nicht unter Druck setzen. Es war uns einfach wichtig zu verstehen, dass Sie auch Ihnen wichtig zu erklären, dass Sie auch verstehen, warum wir manchmal aus dem Trade rausgehen. Wir gehen deswegen aus dem Trade raus, weil wir sehen, wir wollen kein hohes Risiko fahren. Und wenn wir sehen, dass die Position ausgereizt ist, dass die Indikatoren ausgereizt sind, dann versuchen wir natürlich, die Gewinne mitzunehmen. Oft, wenn wir noch Potenzial sehen, ziehen wir nur den Stop nach. Sie bekommen oft genug von uns Nachrichten, in denen steht, wir ziehen den Stop los nach und dann geben wir entweder Entry, also Break-Even, der Einstiegskurs, zu dem wir eingestiegen sind, oder einfach, wenn wir auch ein Trade im Plus schließen wollen, also wenn wir kein Risiko mehr eingehen wollen, dann sehen wir den leichten Plus, dann wissen wir, dass es noch Potenzial hat, aber wie gesagt, das Timing ist immer das Schwierigste und wir möchten einfach in diesem Fall nicht mehr, dass der Trade ins Minus läuft, also ziehen wir den Stop-Loss nach
und dann sind wir entspannt und sie auch entspannt. Wir möchten auch ihre Nerven nicht strapazieren. Es ist wichtig, dass es allen gut geht und dass sie Spaß an der Sache haben. Das ist uns das Wichtigste. Herr Steiner hat gerade eine Frage gestellt, ob wir auch ein Seminar mal in Frankfurt geben. Am liebsten ja, Herr Steiner, wenn das so von mir aus so ausgedrückt werden darf. Es ist nur so, wir haben nicht den direkten Einfluss. Wir werden das natürlich an die Produktmanagerin, werden wir das weitergeben, dass das also gewünscht ist. Auf jeden Fall von CFX aus wird ein Seminar in München. Ist schon geplant. Ist schon die Einladung verschickt worden, soviel ich weiß. Da werden Sie sicherlich auch was bekommen haben. Aber in Frankfurt und München ist natürlich ein Unterschied, das sehen wir vollkommen ein. Aber ja, manchmal lohnt es sich auch ein bisschen zu fahren. Machen Sie einen kleinen Ausflug nach München. Es lohnt sich auch, eine schöne Stadt. Wir können natürlich nicht überall sein, das ist auch ganz klar. Und oft ist das so, dass wir die Seminare eben in München haben, weil hier fühlen wir uns zu Hause, hier kennen wir uns auch, hier gibt es schöne Location und natürlich, wir versuchen Ihnen auch ein gutes Ambiente herzustellen. Auf jeden Fall, es ist, wir wollen Seminare machen und das ist geplant. Wann natürlich kann ich nicht sagen, in Frankfurt, aber in München wird jetzt im November geplant. Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich an CFX, da wird es möglich sein. Gut. Es gab noch eine Frage rein von Herrn Sadowski und zwar, warum der Euro-Dollar im Moment so schwankend ist. Ich finde ihn gar nicht so schwankend, um das so auszudrücken. Sicherlich gibt es immer wieder so diese Schwankungen, die da drin sind, aber ich finde es eigentlich im Moment eher auf der langweiligen Seite. Also von dem her kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Es ist nur so, Sie müssen sich vorstellen, Sie sind jetzt Investmentfondsmanager und verwalten irgendwie 500 Millionen Euro oder 500 Millionen Dollar. Und es stehen die wichtigsten Wahlen oder das wichtigste Ereignis für die nächsten 4 Jahre in 2 Wochen an, dann werden Sie keine strategische Entscheidung mehr treffen für diese 400 Millionen Dollar. Das würden Sie nicht machen. Und das machen die auch nicht. Und von dem her ist es auch relativ lethargisch im Moment an den Märkten. Ja, ich finde auch, dass wir eher die ruhige Phase haben. Deswegen verschicken wir auch im Moment relativ wenig Trades oder wir halten unsere Trades relativ lange im Verhältnis zu dem, was wir sonst gewohnt sind. Eben aus diesem Grund, weil viele sich zurückhalten und die US-Wahlen stehen vor. Und deswegen seien Sie da auch, haben Sie ein bisschen Verständnis, dass es eben ein bisschen ruhiger ist. Es gibt solche Phasen. Wir müssen uns auch an solche Phasen natürlich auch halten und wir können da auch nicht in die Brechstange da durchgehen und jetzt versuchen mit Gewalt Trades einzugehen, weil das ist eine schlechte Berater. Also wir müssen uns dem Markt anpassen und glauben Sie uns, es werden wieder Zeiten kommen, wo die Märkte viel volatiler sind, wo wir viel mehr Trades am Tag verschicken werden. Es ist einfach immer so, verschiedene Phasen gibt es und der Markt lebt und wir leben mit. Ja, gut. Unser Timeslot, der schließt sich. Von dem her müssen wir uns leider von Ihnen verabschieden. Uns hat sehr viel Spaß gemacht, dass Sie dabei waren. Und wir werden natürlich auch wieder andere Themen, werden wir auch noch aufgreifen. Das ist ganz klar. Wir werden auch das Thema ansprechen, dass man möglichst mal wieder auch vom FED Verlag organisiert oder auch organisiert, dass wir also in der Mitte von Deutschland also ein Seminar geben, weil Webinare sind zwar sehr, sehr schön, aber die Seminare sind eigentlich für uns viel schöner, weil wir sie dann persönlich kennenlernen und das freut uns dann eigentlich immer ganz besonders. Deswegen mögen wir die eigentlich fast noch mehr, um das sozusagen, aber der Aufwand ist halt einfach für jeden viel beträchtlicher, das ist auch klar. Ja, ansonsten laden wir Sie herzlich nach München ein und wenn Sie da mehr Infos brauchen, melden Sie sich einfach an den CFX. Kundenservice. Okay, für heute würde ich auch sagen, wir sind mit dem Thema durch. Wir hoffen, Sie konnten für sich viele Informationen mitnehmen. Wie gesagt, die Sendung wurde aufgezeichnet. Das heißt, in den nächsten Tagen bekommen Sie die Sendung, den Link, wo Sie sich die Sendung anschauen können, in Ruhe nochmal nachvollziehen, alles, was heute nicht so ganz klar. Und wir freuen uns, dass Sie so zahlreich dabei waren, dass Sie zugehört haben und dass Sie natürlich bei uns sind und mit uns handeln und dass Sie Spaß an der Sache haben. Also ich bedanke mich für heute, wünsche Ihnen einen schönen Abend, viel Erfolg, bleiben Sie gesund, bleiben Sie inspiriert und wir freuen uns auf unsere nächste Sendung. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis bald, Ihre Agata Janik. Tschüss. Auch von meiner Seite, schönen Abend noch.
und hoffentlich bis bald, Ihr Daniel Fehring.